Hallo bei Uncut TV, wieder gemeinsam mit Boris von Red Square. Servus Boris. Ja, hi Flo, hi. Ja, heute gibt es unser März 2024 Film-News-Video. Und am Ende dieses Videos gibt es noch eine kleine Trailer-Rotation, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten gleich in das Video. Ja, weil wir sind voll bepackt und daher Attacke. Und diesmal fange ich an und nicht der Flo, wie es eigentlich gewohntermaßen ist. Und zwar, weil es geht um die eigenen Veröffentlichungen von Uncut TV. Und zwar haben wir hier einmal Traces of Snuff, Lost Cave und Born Dead. Und Flo, du kannst uns ein paar Sachen mehr dazu sagen. Ja, genau. Im März, beziehungsweise voraussichtlich im März, also wir haben kein fixes Release-Datum, aber wir gehen davon aus, dass dieser Release im März kommen wird, gibt es wieder mal eine Hardbox-Veröffentlichung von uns. Und zwar, wie Boris schon richtig gesagt hat, Traces of Snuff 1 und 2, Lost Cave Teil 1 und Teil 2 und Born Dead 2 Redux, also eine überarbeitete Version, erscheinen in drei Hardbox-Varianten, also überall ist die gleiche Disc drin, aber wir haben drei Hardbox-Cover und einmal noch die gleiche Disc im Pappschuber, eben als DVD. Ja, zu den Filmen selber, das sind Filme vom Underground-Amateur-Regisseur Simon Spachmann. Den kennt man vom Film Born Dead eigentlich. Und auf dieser Veröffentlichung haben wir jetzt eben Born Dead 2 Redux oben. Das ist eine überarbeitete Version von Born Dead. Dieser Born Dead 2 ist aus dem Jahr 2024, der ist erst jetzt gerade neu überarbeitet worden, hat eine Gesamtlänge von 24 Minuten und ist so ein Zombie-Splatter-Trash-Film. Dann haben wir eben drauf Traces of Snuff, den ersten und den zweiten Teil. Der erste Teil ist aus dem Jahr 2023, eine Gesamtlänge von 6 Minuten und 43 Sekunden. Das ist so ein Fake-Snuff-Mixtape. Traces of Snuff Teil 2 aus dem Jahr 2024. 7 Minuten und 56 Sekunden Laufzeit. Auch ein Fake-Snuff-Mixtape. Und ich würde schon sagen, dass Simon Spachmann da mal ein bisschen was anderes probiert hat. Es ist im Grunde genommen eine Aneinanderreihung von Snuff-Szenen. Und da ist eine große Story dahinter. Also es ist eben so ein Fake-Snuff-Mixtape. Ich sage eh schon, der Name Simon macht ja die Effekte fast ausschließlich per Hand. Dafür sind die meisten Effekte wirklich gut gelungen und richtig blutig und gory. Teilweise sind ein paar dazwischen, wo man schon sieht, dass da mit Puppen gearbeitet wurde. Und dann haben wir noch Lost Cave Teil 1 und 2. Lost Cave Teil 1 aus dem Jahr 2023 mit 8 Minuten und 8 Sekunden und Lost Cave 2 aus dem Jahr 2024 mit einer Gesamtlänge von 12 Minuten. Das sind beides Found-Footage-Filme. Ja, da geht es um so ein Pärchen, die in einer Höhle, jetzt weiß ich gar nicht mehr wo, irgendwo im Osten, glaube ich, eine Höhle, wie sagt man, eine Expedition in eine Höhle machen und da passiert dann halt etwas. Ja, das zu dieser Veröffentlichung. Der Vorverkauf startet voraussichtlich am 2. März, aber ich schreibe es unten dann in die Kommentare und verlinke euch das. Und eine Sache, die muss ich noch kurz sagen, wir sind jetzt auch an unserer ersten Mediabook-Veröffentlichung dran, die wird noch nicht im März kommen, aber ich wollte es jetzt trotzdem schon mal anteasern, und zwar, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das offiziell nach außen geben, die Info, weil wir haben so ein bisschen noch einen Maulkorb gehabt, wir haben noch nicht wirklich was dazu sagen dürfen. Und zwar releasen wir mit Black Lava gemeinsam Des Töchterleins Leid, den neuen Film von Yuval Marlon. Es wird drei Mediabook-Cover geben und da sind in jedem Mediabook zwei Discs drin, insgesamt drei Filme, und die gleichen Discs kommen nochmal separat in einer Hardbox. Also da kommt wirklich ein richtig fetter Release auf euch zu. Ja, jetzt habe ich viel geredet, darum würde ich sagen, Boris, wir starten jetzt mit den weiteren News. Bin dabei. Am 1. März bringt Nameless Media Last Boy Scout, oder der Alternativtitel ist The Last Boy Scout.
Das ist ein Film vom Regisseur Tony Scott aus den USA aus dem Jahr 1991. Ein Action-Thriller mit einer Laufzeit von 105 Minuten und einer FSK-Freigabe plus 18, also ab 18 Jahren freigegeben. Dieser kommt in 4 Mediabooks. Jetzt im März, am 1. März, erscheint Mediabook B bis D. Diese sind alle auf 444 Stück limitiert und Cover A erscheint später und das ist dann wartiert. Boris, du weißt, wann das genau erscheint, gell? Zweites Quartal ist angestrebt. Okay. Genau. Du darfst gleich weitermachen. Ich darf gleich weitermachen, das ist aber ja. Nicht von dir. Das auch mal zu Wort kommst, jetzt habe ich geredet bis jetzt. Ja, Last Boy Scout oder The Last Boy Scout ist neben Stirb langsam aus meiner Sicht mit einer der besten Filme mit Bruce Willis. Vor allem agieren hier Bruce Willis und Damon Wayans hervorragend miteinander, die beiden. Also sie acten wirklich sich die Seele aus dem Leib und es sind einige Lacher drin, es ist gute Action. Ja, typische 90er, 80er Jahre Action. Und um was geht's? Joe, gespielt von Bruce Willis, ist ein Ex-Agent, der dem Alkohol verfallen ist und sich ja mehr oder weniger als Privatschnüffler über Wasser hält. Und er wird angeheuert von dem ehemaligen Footballspieler Jimmy, gespielt durch Damon Wayans, dessen Karriere ebenfalls ja auch eher ein frühes Ende genommen hat durch Drogen. Und der soll die Freundin von Jimmy observieren, die Corey, gespielt von übrigens einer sehr jungen Halle Berry. Und also auch wieder ein absoluter Hingucker, die Dame. Und diese wird Opfer eines Anschlages und beide tun sich dann zusammen und wollen diesen Fall klären, weil auch in ihrer Wohnung belastendes Material gefunden wird, welches die mächtigen Männer von Kalifornien eventuell zu Fall bringen kann. Ich kann hier definitiv nur sagen, ein absolutes Must-Have-Filmchen. Die meisten, denke ich, auch von euch werden den Film schon gesehen haben. Und schön, dass er jetzt ihr seht es ja selbst, in schönen Mediabook rauskommt. Es ist übrigens ein Repack. Ja, also es ist kein neues Material drauf, sondern es ist die Repack Edition. Und wir springen vom 1. März gleich auf den 14. März. Da bringt Turbine Medien den Film Geboren am 4. Juli mit dem Originaltitel Born of the 4th of July. Das ist ein Film vom Regisseur Oliver Stone aus den USA aus dem Jahr 1989. Ein Kriegsfilmdrama mit einer FSK ab 16 Freigabe und einer Laufzeit von 50 Minuten. Und dieser erscheint auf Blu-ray im HD Keepcase. Und Boris wird uns erzählen, worum es geht. Ja, Oliver Stone dürfte ja eigentlich auch jedem ein Begriff sein. Regisseur von Natural Born Killers oder auch mit einem der besten Vietnam-Kriegsfilme, Antikriegsfilme, Platoon. Hier haben wir erneut einen Vietnam-Film oder einen Antikriegsfilm. Hier aber in der Hauptrolle Tom Cruise, der absolut auch wieder mehr als nur abliefert. Die Geschichte ist eine sehr, sehr, gute Story, eine sehr interessante Story, was auch so das echte Leben gerade so von damals und auch heute nicht aus der Zeit zu denken, also widerspiegelt. Natürlich geht es hier um Veteranen, beziehungsweise erstmal Tom Cruise spielt Ron Kovic, der eigentlich an nichts anderes denken kann, der so ein richtiger Patriot ist und an nichts anderes denken kann, als im Vietnamkrieg freiwillig zu dienen. Schließt sich dann den Marines an, kämpft an vorderster Front und wird natürlich bei einem Einsatz schwer verletzt und ist ab diesem Moment querschnittsgelähmt und entwickelt sich dadurch zu einem bitterbösen Zyniker, weil er natürlich das erlebt, was die meisten Veteranen leider von uns erleben. Und zwar, es fehlt die jegliche Anerkennung und auch jedwegliche Hilfe in unserem System.
Aber eine Begegnung mit einer Jugendfreundin führt dazu, dass der Mann aus seiner Verbitterung etwas herauskommt. Ja, und plötzlich vom Helden, vom Kämpfer, vom härtesten Kämpfer in Vietnam zu einem Kriegsgegner, Militärgegner wird. Und also wer ihn noch nicht kennt, er kommt natürlich auch hier definitiv nicht an Platoon ran. Er ist aber auch ein bisschen anders da. Platoon spielt ja rein in Vietnam und zeigt allein nur den Krieg und das Verhalten der Soldaten. Hier haben wir mal weniger Krieg. Also wir haben natürlich auch schöne Krieg oder gute Kriegsszenen, die gut gemacht sind, haben aber mehr, was passierte denn nach dem Ganzen? Also wenn man dann auch wieder heimkommt, vor allem wenn man in dem Fall dann auch noch querschnittsgelähmt ist. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen, wer ihn noch nicht gesehen hat, weil ich weiß sogar, dass er bei vielen unter dem Radar fliegt. Die meisten werden ihn trotzdem draußen gesehen haben. Attacke lohnt sich. Der nächste Film erscheint auch am 14. März. Nämlich bringt Plyon Pictures den Film Godzilla im 4K Steelbook und als normale Blu-ray. Das ist ein Film vom Regisseur Roland Emmerich aus den USA aus dem Jahr 1998. Ein Fantasy-Action-Film mit einer FSK ab 12 Freigabe und einer Gesamtlaufzeit von 139 Minuten. Boris, was willst du uns erzählen dazu? Ja, Godzilla, die amerikanische Variante. Für mich persönlich, ganz ehrlich, ein absoluter Reinfall. Er kommt nicht mal ansatzweise an den japanischen Godzilla. Hier war einfach der typische Versuch der Amerikaner oder Hollywoods, ja, irgendeine Marke, die natürlich seine Fanbase besitzt. Ja, Godzilla seit den 50ern, ein Franchise, welches ein riesiges Universum mit sich gezogen hat und welches auch gerade unter den Fans viele treue Anhänger hat oder unter den Leuten. Wenn man jetzt mal aufs Box-Office guckt, ich habe es mal neben mir aufgemacht, kann man eigentlich nicht wirklich sagen, dass der Film eine Niederlage war oder ein Flop, ja, mit einem Budget von 130 Millionen und einem weltweiten Einspielergebnis von etwa knapp 380 Millionen. Ist es eigentlich alles andere als ein Flop, aber jeder, der Godzilla an sich so mag, und zwar der japanische Godzilla, der sagt, nee. Also USA-Godzilla, nö, kann ich drauf verzichten. Zum Glück hat man das dann vor einigen Jahren verbessert und hat dann wieder eher so das alte Format genommen. Jetzt startet ja auch demnächst Godzilla X Kong, A New Empire. Daher haben wir den auch mal gleich mit reingenommen, den Godzilla-Film. Ja, wir haben natürlich gute Schauspieler. Ja, wir haben Matthew Broderick und wir haben Jean Reno. Aber der Film ist einfach für mich persönlich eine absolute Quirke. Ist einfach so. Ja, da kann ich einfach nichts anderes und auch nichts Nettes wirklich sagen. Er ist unterhaltsam an sich. Ja, die Story ist nichts Außergewöhnliches. Sie ist wie auch in jedem normalen japanischen Godzilla-Film auch. Godzilla kommt irgendwann an, zertrampelt erstmal alles und man muss es natürlich lösen. Hier hat man noch so ein bisschen mit reingebracht, dass Godzilla in der Lage ist, wie auch die Dinosaurier in Jurassic Park, sich selber zu befruchten. Das heißt, wir haben hier einen Madison Square Garden voller kleiner Mini-Godzillas. Und eigentlich sollte es hier auch mit einem offenen Ende in einen zweiten Teil irgendwann mal gehen. Das hat man dann aber zum Glück unterlassen. Und ich bin froh, letztes Jahr gab es Godzilla Minus One aus Japan, der eine absolute Granate ist und den ich euch jederzeit empfehlen kann da draußen. Wirklich Wahnsinn. Dieses Jahr kommt sogar noch eine Schwarz-Weiß-Version davon raus. Und wir haben natürlich jetzt den kommenden, ja, das Universe wird weiter von Monarch und Godzilla und Kong wird weitergeführt mit Godzilla X Kong. Greift lieber darauf zurück. Aber natürlich, das Steelbook sieht schön aus und es ist jetzt auch, ja, er gehört einfach zum Genre oder zum Franchise so ein bisschen dazu. Für mich persönlich leider nein. Und noch ein Film erscheint am 14. März, nämlich bringt Plyon Pictures den Film Stand By Me, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1986 vom Regisseur Rob Reiner, ein
Abenteuer, Drama mit einer FSK ab 6 Freigabe und einer Laufzeit von 89 Minuten. Und dieser erscheint im 4K Steelbook. Boris! Ja. Das eigentliche Schlimme daran ist, dass du den Film nicht kennst, Flo, weil dieser Film ein absoluter Klassiker ist. Du hast das Alter, den auch zu kennen. Mensch, das musst du eigentlich nachholen, weil das ist so ein richtig schöner Film aus den 80er Jahren. Gerade da zu der Zeit kamen auch viele Filme für Kinder und Jugendliche raus und der Film ist auch für Kinder und Jugendliche gedacht, aber auch für jung gebliebene Erwachsene, egal welchen Alters. Und es geht hier um vier Jungs, die sich auf den Weg machen, den Tod des vermissten Ray Browers zu ergründen und erleben bei einer Wanderung wirklich tolle Abenteuer und auch Gefahren stehen sie gegenüber. Und jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, und ich bezweifle, dass es viele sein werden, wenn, dann sind es so eher die neue Generation, die den Film eventuell noch nicht kennen sollten. Aber die, die ihn kennen, wissen, dass der Film ein absoluter Klassiker ist seiner Zeit und den man, ich glaube, der jedes Jahr auch überall mindestens einmal läuft und in meinen Augen ein absolutes Pflichtprogramm ist. Und es wird ein Pflichtprogramm für Flo. Ja. Nochmal zurück zu deiner Aussage. Ich habe das richtige Alter, um den Film zu kennen. Was willst du mir damit sagen? Dass wir beide alt sind. Jetzt verbrenn dich nicht. Dass wir beide alt sind. Der nächste Film erscheint am 15. März von Focus Media. Und da noch ein kleiner Hinweis. Filme von Focus Media und von RetroGold 63 werden von Boris immer reviewed. Das heißt, wenn euch die Filme von Focus Media oder RetroGold 63 näher interessieren, dann schaut auch auf Boris seinem Kanal vorbei, weil der geht da wirklich im Detail auf die Filme, aber auch auf die einzelnen Veröffentlichungen ein. Aber welcher Film kommt mir jetzt am 15. März? Der Film Hundra, die Geschichte einer Kriegerin. Ja. Vom Regisseur Matt Kimber. Eine Co-Produktion aus den USA, Italien, Spanien aus dem Jahr 1983. Ein Fantasy-Abenteuer, FSK ungeprüft. Also jetzt diese Veröffentlichung ist ungeprüft, aber prinzipiell hat dieser Film in Deutschland eine FSK ab 16 Freigabe bekommen. Eine Laufzeit von 109 Minuten. Und dieser erscheint in 4 Mediabook-Varianten. Cover A hat eine Limitierung von 222 Stück, Cover B hat auch 222 Stück Limitierung und Cover C und D ist auf 111 Stück limitiert. Mhm. Boris, ich bin gespannt. Wie ein Regenbogen. Wie ein Regenbogen bin ich gespannt. Ein inneres Blumenpflücken. Ja. Ja, wir haben hier eine wirklich verdammt gut aussehende Laureen Landon, die hier Hundra, die Kriegerin, spielt. Eine richtige Amazone. Die Dame hat sich in einem friedlichen Dorf niedergelassen und welches eigentlich mehr oder weniger von allem verschont geblieben ist in der ganzen Zeit. Und Hundra begibt sich irgendwann auf die Jagd und dann passiert dann doch das Unglaubhafte. Und zwar ihr ganzes Dorf wird niedergemetzelt und sie macht sich auf die Rache, auf die eigene Faust, auf einen Rachefeldzug, nimmt ihr Schwert, nimmt ihren Bogen und versucht, die Mörder ihres Stammes niederzustrecken. Ein klasse Film. Es ist bei mir doch schon eine Weile her. Also ich bin froh, wenn ich das Mediabook dann von Focus Media zur Verfügung gestellt bekomme, weil ich muss ihn echt nochmal nachholen. Ich glaube, ich habe den Film vor gut 25 Jahren oder sowas das letzte Mal gesehen. Daher verblassen ein wenig die Erinnerungen. Ich weiß aber, dass der Film doch recht gut war und ansehnlich war. Ja, greif zu, würde ich sagen. Der Film Occupation erscheint am 15. März von Focus Media. Ein Film vom Regisseur Luke Spark aus Australien aus dem Jahr 2018. Ein Science-Fiction-Action-Film mit einer FSK ab 12 Freigabe und einer Laufzeit von 120 Minuten.
Dieser erscheint in drei Mediabook-Varianten. Cover A limitiert auf 222 Stück, Cover B auf 111 und Cover C auf 77 Stück limitiert. Ich bin dran, ja. Du bist dran. Ja, als allererstes muss man hier erwähnen, in dem Film spielt Temuera Morrison mit. Das Allround-Gesicht für alle Klontruppen aus Star Wars. Also dem wird, ich glaube, der wird wirklich jedem was sagen. Oder auch von Boba Fett. Und ja, okay, Flo sagt natürlich wieder nichts. Doch, ich habe gesagt, ich habe zustimmend genickt. Okay, ja, was geht's? Also zuallererst muss man sagen, der Film ist gar nicht schlecht gemacht, hat gute Effekte, gute Action. Auch die Story ist in Ordnung, vor allem, gut, die allgemeine Story, dass Aliens auf die Erde kommen und die ihren Planeten kaputt gemacht haben und jetzt wollen sie unseren haben, die ist jetzt nicht unbedingt neu, die Geschichte. Aber die Menschen sind diesmal nicht der Auslöser der ganzen Geschichte. Und auf der Erde findet ein riesiger Krieg statt, und zwar zwischen den Menschen und diesen Aliens. Und dann geht es um eine kleine australische Provinz. Jetzt gehen wir so ein bisschen Red Dawn, ja, oder die Rote Flut. Jetzt gehen wir hier Richtung Red Dawn und oder auch besser bekannt unter die Rote Flut mit Patrick Swayze oder auch dem Remake mit Chris Hemsworth. Und zwar, die kriegen das Ganze, ja, müssen sich zusammentun und sehen sich einer Übermacht an Aliens gegenüber und sind sie in der Lage, Widerstand zu leisten. Ja? Und ich muss wirklich sagen, der Film ist gar nicht schlecht. Ich werde ihn mir natürlich vor meinem eigenen Review nochmal anschauen und dann werde ich da besser drauf eingehen können. Hier müssen wir es ja dann doch ein bisschen kürzer halten. Vielleicht schicke ich einen Flo, dass er sich anschauen kann. Ja, warum nicht? Ja, ja. Vielleicht werde ich auch dein zukünftiger Filmedealer. Möglich. Gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Focus Media bringt am 15. März noch einen Film und macht somit den Hattrick voll, nämlich den Film Ein Kind zu töten. Der Film ist in Deutschland auch unter folgenden Namen bekannt: Tödliche Befehle aus dem All und unter dem Namen Scream. Wo diese Alternativtitel genau herkommen, kann ich nicht genau sagen, weil die sind doch ja, recht unterschiedlich, wenn man sich diese Titel so anschaut. Auf alle Fälle ist das ein Film vom Regisseur Narciso Ibáñez Serrador, ein spanischer Film aus dem Jahr 1976, ein Mystery-Horror-Film. Und diese Veröffentlichung ist FSK ungeprüft. In Deutschland hat er allerdings eine FSK ab 18 Freigabe, eine Gesamtlänge von 110 Minuten. Dieser erscheint in vier Mediabook-Varianten, Cover A und B auf 222 Stück limitiert und Cover C und D auf 111 Stück limitiert. Boris, du warst vorab schon ganz begeistert von dem Film, darum bin ich gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Ich kann dir sagen, woher der ganze Käse mit diesem Titelwahnsinn kommt. Ja. Ja. Der Originaltitel, Quien puede matar a un niño, ist ja der Originaltitel, der spanische Originaltitel und bedeutet eigentlich, wer kann ein Kind töten? Und wir gucken auf das Jahr 1976. Wir erinnern uns an Titel wie Don't Torture a Duckling, also quäle nie ein Kind aus Scherz und so weiter. Und da haben die deutschen Zensurbehörden ganz pinsig drauf reagiert zu der Zeit. Ja. Alles, was mit Kindern und dann noch töten oder quälen oder wie auch immer, ging gar nicht. Ja. Und deswegen auch ein Kind zu töten, ist erstmal für deutsche Verhältnisse gerade zu der Zeit eher unwahrscheinlich, dass man das so übernimmt. Dann haben wir natürlich hier diesen Hammertitel von Scream. Kann ich dir persönlich auch nicht wirklich erklären, warum man jetzt Scream genommen hat, weil 1976 kannte man Ghostface noch nicht. Und ja, tödliche Befehle aus dem All ist auch jetzt nicht so ganz abwegig, was den Film angeht. Also da möchte ich jetzt aber gar nicht mal zu viel spoilern.
denn die Geschichte ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Ganz kurz, Boris, ja, ganz kurz, bevor du die Geschichte gehst, da passt das jetzt vielleicht noch. Ich habe vergessen zu sagen, dass das ein Mystery-Horror-Film ist. Passt jetzt vielleicht so ein bisschen zur, als Einleitung zur Story jetzt. Genau, weil man könnte ja eigentlich denken, ein Kind zu töten hört sich jetzt eher sowas wie so ein Giallo-Film an, ja, oder wie so ein typischer 70er-Jahre Fulci-Film oder sowas. Mhm. Aber hier ist es so, dass es um Tom, Frau von ihm, Evelyn, geht, die Urlaub an der südspanischen Küste machen wollen, ohne ihre Kinder. Also sie haben auch schon Kinder und entschließen sich dazu, mit einem Boot auf diese kleine Insel Almanzora einen kleinen Ausflug zu gestalten. Nur was ihnen da entgegen oder was sie dort leider entdecken müssen, ist, dass die Kinder, die auf dieser Insel sind, also das Erste, was sie sehen, ist zum Beispiel ein Mädchen, was einen alten Mann mit dem Gehstock verprügelt und auch tötet. Und auf dieser Insel ist es so, dass die Kinder den Erwachsenen im Allgemeinen sehr feindselig und gewalttätig gegenübertreten, also auch morden. Und die einzige Chance für Tom und Evelyn zu überleben, ist es, ja, mit aller Gewalt rücksichtslos gegen diese kleinen Teppichratten vorzugehen. Ja, und daher, ist auch nicht so ganz ohne. Und daher kann man auch mal davon ausgehen, warum der Film ja so Ewigkeiten gebraucht hat, bis er überhaupt mal hier rauskam, dann vom Index oder wie auch immer. Und der auch dieser Titelwahnsinn. Ne? Das ist ja eigentlich bei uns Deutschen gar nichts Seltenes. Wir haben ja gerade die besten Beispiele, die mir so abrupt einfallen, sind so Kickboxer, Karate-Tiger. Das ist ja eine Odyssee an Titeln. Dann haben wir allein, also was ich mich immer erinnere, ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, Flo, aber die alten Turtles-Comic. Ja. Wo die Titelmusik von Frank Zander. Aber ewig nicht mehr gesehen, aber Ende der 80er, Anfang der 90er war das ja. Und der Originaltitel der Turtles war ja eigentlich Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau. Und in Deutschland aber hießen sie Teenage Mutant Hero Turtles. Okay. Ja, weil Ninja zu der Zeit einfach einen sehr, sehr faden Beigeschmack hatte. Es sind Auftragskiller oder es sind Meuchelmörder, wo man halt sagt, okay, die in Verbindung mit Kindern dann zu bringen, wollen wir nicht. Ja, und deswegen hießen die damals bei uns TMHT, also Teenage Mutant Hero Turtles, und nicht TMNT, also Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay. Also das ist dieser typische deutsche Titelwahnsinn. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen damit, weil wir haben eigentlich alles über den Film gesagt. Guckt euch den Film an, er lohnt sich, er ist gut. Interessant, auch für 1976. Und wir gehen weiter zu Avatar. Am 22. März bringt Leonine 2 Filme. Allerdings wird uns Boris die Fakten zu diesen Filmen sagen, weil Boris ein riesen Fan dieser Filme ist. Darum übergebe ich das Wort jetzt an Boris. An den Fanboy. Genau. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich möchte Disney möchte Geld rausschlagen, ja, möchte Profit rausschlagen aus der ganzen Geschichte, als wenn Avatar jetzt nicht schon 1000-mal irgendwie veröffentlicht worden ist. Und dann noch eine Extended Edition. Ja, was haben wir denn? Wir haben natürlich bei beiden Filmen, also Avatar, Aufbruch nach Pandora aus dem Jahre 2009 und Avatar, The Way of Water, auch aus dem Jahre 2022, aber beide unter der Regie von James Cameron, in Neuseeland und USA gedreht. Nach 14 Jahren kam ja dann endlich auch Teil 2. Ich glaube, nächstes Jahr geht es weiter mit Teil 3 oder dieses Jahr sogar schon mit irgendwelchen Feuer-Navi. Und jetzt sagt man sich, alles klar, wir bringen Avatar einmal als 3D Remastered Edition. Da haben wir die 3D Blu-ray und die normale Blu-ray und eine Bonus Blu-ray in der normalen Kinoversion mit 162 Minuten. In einem HD Keep Case im Schuber. Dann haben wir nochmal Avatar Aufbruch nach Pandora. Haben wir eine
4K Steelbook Edition. Da muss ich selber alles ablesen, weil das sind echt jede Menge Daten, die wir hier haben. Wir haben die 4K UHD und wir haben die normale Blu-ray und wieder die Bonus Blu-ray und diesmal auch ein HD Steelbook im Schuber. Und natürlich darf die Extended Version, weil der Film geht ja noch nicht lang genug, nochmal hinterhergeschossen. Da haben wir aber die Kinofassung und den Extended Cut. Und zwar ebenfalls in einem, lasst mich schauen, in einem Digipack, in einem Collectors Digipack Edition, in einem ebenfalls Schuber, mit einer, alle drei Filme mit einer FSK-Freigabe ab 12 Jahren. Und die Extended Cut Version geht gnadenlose 16 Minuten nochmal länger. Ich kenne beide, ich finde so gut. Sowohl die Kinofassung als der Extended Cut. Der Extended Cut ist natürlich immer schön, mehr Bilder und so weiter, mehr, ein bisschen mehr Story. Ganz kurz, Boris, vielleicht ja. Auch interessant, wie lang die Länge dann wirklich ist. Es sind 178 Minuten, sind der Extended Cut und 162 ist, wie sagt man, die normale Fassung. Genau. Ja. Und noch gibt es keinen Extended Cut von dem über 3-Stunden-Film Avatar The Way of Water. Aber sie bringen ihn als 4K ebenfalls Collectors Digipack hinaus. Da findet ihr dann die 4K UHD, die normale Blu-ray und diesmal sogar zwei Bonus-Blu-rays mit einer FSK-Freigabe ab 16 und einer wahnsinnigen Laufzeit von 193 Minuten, also 3 Stunden 13 Minuten. Wenn da ein Extended Cut dazu kommt, sind wir bald bei 4 Stunden. Also ein Aber zwei tolle Filme und ich glaube, ich brauche gar nicht so viel zu diesen Filmen erzählen. Es geht um Aliens, es geht um Menschen. Die Menschen wollen natürlich die Ressourcen und in Teil 1 zumindest. Und es gibt sogenannte Avatare, das heißt, die Menschen nehmen Kontakt mit diesen Navi, mit den Ureinwohnern auf. Das sind so riesige blaue Aliens und lassen ihre Gedanken in diese Avatare übergehen. Und um halt besser Kontakt aufzunehmen. Und in Teil 2 wird das Ganze dann fortgeführt, weil Jake Sully, gespielt von Seth Worthington, jetzt auch mittlerweile verheiratet ist, Kinder hat und aber auch der Bösewicht, also Stephen Lang, man hat sich ja jahrelang gefragt, oh mein Gott, wie wollen sie Stephen Lang zurückbringen, weil das nämlich war relativ früh bekannt. Und zwar hat man, bevor er im ersten Teil stirbt, hat man seine Gedanken oder sein Hirn digital gespeichert und setzt dies nun ebenfalls in einen Avatar. Also die ganzen Bösewichte sind jetzt auch Avatare und diesmal kommen die Wassernavi dazu. Das soll es jetzt einfach mal gewesen sein, weil sonst reden wir die ganze Zeit nur noch über Avatar. Am 28. März bringt NSM den Film Bad Moon vom Regisseur Eric Red. Ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1996, ein Horror-Thriller mit einer FSK ab 16 Freigabe, einer Gesamtlänge von 80 Minuten und dieser kommt im HD Steelbook. Boris, ja. Erzähl uns was zum Film. Ja, es geht um eine Expedition von einem Journalisten und seiner Frau und diese. Die Frau wird getötet und er selbst wird an der Schulter verletzt bei einem Überfall von einem Wesen. Und als er nach Hause zurückkehrt und sich, da zieht er sich dann erstmal zurück. Und bis sich dann seine Schwester bei ihm meldet und plötzlich passieren in der Gegend bestialische Morde. Und hier ist es so, hier handelt es sich um einen Werwolffilm. Und wir haben hier wirklich tolle Verwandlungen, gerade für das Jahr 1996. Also wir haben tolle Verwandlungen. Es ist ein guter, jetzt wollte ich schon Vampirfilm sagen, Werwolffilm, den man definitiv gesehen haben sollte. Weiter geht's. Am 29. März bringt Retro Gold 63 den Film Django's Rückkehr. Ein Film vom Regisseur Nello Rosati. Ein Film aus Italien aus dem Jahr 1987. Ein Western-Drama FSK ungeprüft mit einer Gesamtlänge von 100 Minuten. Dieser erscheint in 4 Mediabook-Varianten. Cover A, C und D sind wattiert und Cover B ist unwattiert.
Cover A limitiert auf 444 Stück, Cover B auf 222 Stück, Cover C auf 163 Stück limitiert und Cover D auf 63 Stück limitiert. Boris, erzähl uns was zum Film. Ja, ich werde mich kurz halten, weil ich möchte hier den Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben, nichts vorne wegnehmen. Django hat sich geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hände zu nehmen. Und ja, leider stirbt seine große Liebe. Und am Sterbebett erzählt sie ihm von der gemeinsamen Tochter, die die beiden haben. Das wusste er nicht. Und die von dem brutalen Outlaw-Prinzen El Diablo in, ja, gefangen gehalten wird. Und natürlich muss Django oder ist Django dazu gezwungen, seinen Schwur zu brechen und als Revolverheld zurückzukehren und natürlich auch als eiskalter Killer. Perfekt. Übrigens klasse Western. Was sagst du? Übrigens ein klasse Western. Ein bisschen härteres Kaliber. Ah, muss ich mir vielleicht anschauen, weil Western mag ich gar nicht so ungern, tatsächlich. Ja, ja, und der ist, also gerade Django ist schon für seine Gewaltspitzen bekannt. Der nächste Film erscheint auch am 29. März und auch von RetroGold 63. Und ich glaube, Boris, das ist unser erster Porno, den wir vorstellen. Nämlich ja. Emmanuel 3 im Teufelskreis der Leidenschaft. Ja, es wird das allererste Mal eine Hardcore-Fassung dieses Filmes geben, die ihr auf dem Mediabook finden werdet. Ja, Regisseur des Films ist Jean-Marie Ballardy. Eine Co-Produktion, also eine französische, hongkongianische, italienische Co-Produktion aus dem Jahr 1980. Ein Erotik-Abenteuer, FSK ungeprüft, aber indiziert, mit einer Gesamtlänge von 76 Minuten. Auch hier haben wir 4 Mediabook-Varianten. Cover A, C und D sind wattiert und Cover B ist unwattiert. Cover A limitiert auf 333 Stück, Cover B auf 150 Stück, Cover C auf 100 Stück und Cover D auf 63 Stück. Boris, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es heiß, würde ich fast sagen. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Sinnlich, erotisch. Ja, du, ich kenne den Film leider gar nicht. Ich bin selber gespannt. Ich werde natürlich auch die Hardcore-Fassung sichten vor meinem Review. Aber ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Pressetext von RetroGold. Im zauberhaften Thailand entflammt der Fotograf Paul Vernon mit den Modellen Claudine und Yvonne leidenschaftliche Momente vor seiner Kamera. Doch sein Herz entdeckt die wahre Sinnlichkeit im Massagesalon, wo er sich in die fesselnde Lustsklavin Clito verliebt. Zwischen verbotener Anziehung und intimen Begegnungen entwickelt sich eine zarte Romanze. In einem Strudel aus Leidenschaft und Bedrohung müssen sie sich entscheiden, ob ihre Liebe stark genug ist, um der Gefahr zu trotzen. Und ich glaube, ich lasse das mal so stehen. Du hast das sehr leidenschaftlich vorgelesen, ja. Boris. Aber eine Frage nur, das ist wirklich ein Hardcore-Porno, oder? Laut meiner Informationen wird es das erste Mal eine US-Unrated oder eine Hardcore-Fassung davon geben, ja. Und damit weiter zum nächsten. Das kann man eigentlich kaum toppen, ne? Aber gehen wir weiter. Jawohl. Auch der nächste Film erscheint am 29. März. Ein Sexploitation-Trash-Film, wieder von RetroGold 63. Nämlich der Film Erika. Boris, du willst unbedingt den Originaltitel uns sagen. Also ja, und ich war so riesen, also ich war wirklich begeistert, als RetroGold dann das vierte Cover veröffentlicht hatte, was ihr auch hier sehen könnt. Und zwar der Originalname Kaputtlager. Ja, also ich glaube, besser geht's gar nicht. Definitiv. Mach weiter. Definitiv ein spannender Name für einen Film. Vom Regisseur Luigi Barzella. Ein italienischer Film aus dem Jahr 1977. Dieser ist FSK ungeprüft, hat eine Gesamtlänge von 85 Minuten. Auch da haben wir wieder 4 Mediabook-Varianten. Cover A, C und D. Wattiert, Cover B unwattiert, Cover A auf 333 Stück limitiert,
Cover B auf 150 Stück, Cover C auf 100 und Cover D auf 63 Stück limitiert. Ja. Boris. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das erste Cover gesehen habe, habe ich gedacht, wir reden hier von Ilsa. Aber okay, ich wusste gar nicht, dass es auch Erika gibt. Und die Geschichte handelt um den... übrigens, und das möchte ich noch erwähnen, das Booklet dazu, das kann man ja auch mal erwähnen, ja, weil das kommt immer zu kurz, aber das Booklet von dem Mediabook hat Sean Rises geschrieben, ja, den du übrigens ja auch kennst. Früher, ja, kenne ich. Hier von Ogrish und so weiter. Ja, ja, ich kenne ihn schon, weiß ich schon. Genau, ich kenne ihn auch persönlich, ja, du ja. Genau, wir kennen ihn ja auch persönlich, genau. Ja. Super Schreiber, kann ich euch nur mal ans Herz legen, nebenbei. Und es ist so, dass es geht um den amerikanischen Major Lexman, der während dem Zweiten Weltkrieg ja in Afrika von den Nazis geschnappt wird und dort in ein Kriegsgefangenenlager verschleppt wird. Und das Sagen hat dort nicht Ilsa, sondern die grausame und sadistische Oberaufseherin Erika, der es große Freude übrigens macht, Gefangene zu foltern oder die Frauen regelrecht auszupeitschen. Und der Major hält aber diesen Torturen nicht mehr wirklich lange stand und hat einen Fluchtplan, ja, ausgetüftelt. Aber er muss Erika als Geisel nehmen. Und mehr möchte ich einfach mal nicht verraten. Wie gesagt, ich muss ihn selber erstmal sichten. Lassen wir drin. Ja. Er muss erstmal sitzen, der Film. Ja, aber ich muss ihn erstmal sichten. Und dann werdet ihr von mir definitiv mehr erfahren. Ja, und wir bleiben jetzt weiterhin hier sitzen und machen weiter mit dem nächsten Film. Schwein. Auch der letzte Film in diesem News-Video erscheint am 29. März und auch von Retro Gold 63. Und vom Regisseur Vjakoslav Katusin gibt es ja auch ein Interview auf meinem Kanal und den zweiten Teil auf Boris seinem Kanal. Solltet ihr euch auch anschauen, ein interessantes Interview. Es geht um den Film Wrongful Death, eine kroatische, US-amerikanische Co-Produktion aus dem Jahr 2023. Ein Mystery-Thriller, der FSK ungeprüft ist und eine Gesamtlänge von 86 Minuten hat. Dieser erscheint in 5 Mediabook-Varianten. Cover A, C, D und E sind wattiert und Cover B ist unwattiert. Cover A ist auf 444 Stück limitiert, Cover B auf 222 Stück, Cover C auch auf 222 Stück, Cover D auf 111 Stück und Cover E auf 63 Stück. Boris, du hast den Film schon sichten können und jetzt bin ich gespannt, was du uns zu dem Film erzählst. Gar nichts. Ich werde nichts von diesem Film mehr verraten. Ja, nicht, dass ich einen Maulkorb hätte, aber ich werde nichts von diesem Film großartig verraten, nur dass es Mystery, Thriller, Horror, Drama ein Stück weit beinhaltet. Er ist wirklich gut. Es ist keine Multimillionen- oder es ist kein Multimillionen-Dollar-Projekt, aber es ist ein Projekt, wo sehr, sehr viel Herz dran hängt. Und das weiß ich, oder das wissen ja auch wir beide persönlich, auch von Vjeko. Das haben wir ja in dem Interview. Guckt es euch wirklich bitte an, es ist ein tolles Interview. Vjeko war unglaublich ehrlich zu uns, der hat Dinge rausgehauen. Flo hat einen tollen Schnitt hinbekommen bei dem Interview. Also es war wirklich, danke auch nochmal an Retro, dass wir die Möglichkeit hatten, mit ihm zu sprechen. Und der Film ist, ja, da steckt einfach so viel Herzblut drin, das weiß ich von ihm, weil ich habe mit Vjeko auch weiterhin Kontakt, regelmäßig, fast täglich. Und das ist ja eher der Auftakt zu einer, ja, mindestens Trilogie ist angesetzt. Ob es mehr wird, ist noch offen. Der zweite soll definitiv weitaus brutaler sein. Also der erste ist wirklich jetzt kein Splatter-Festival. Er hat die ein oder andere Gewaltspitze drinne, die aber noch erträglich ist. Es ist eine gute Story. Es wird gut geschauspielert, egal ob es Michael Paré oder Isabella Brenzer, die übrigens der ein oder andere vielleicht kennen mag aus dem jetzt kürzlich erschienenen auf Netflix Rebel Moon von Zack Snyder, da hat sie nämlich auch mitgespielt. Und sie hat diese Rolle in Rebel Moon durch Wrongful Death bekommen. Und das soll schon mal was heißen. Vjeko ist ein absolut sympathischer Typ, der es verdient hat, mit diesem Film Erfolg zu haben
und dass es für ihn weitergeht und auch für die Darsteller. Und es war sogar, er hat uns ja sogar verraten, dass in Teil 2, ich glaube, 10 Hollywood-Darsteller mitspielen werden. Ja, so seine eigene kleine Muse spielt auch mit übrigens, Jenny Paris. Und wir haben Alona Hertha, die ja allein ein Einzelcover noch bekommen hat, was richtig, ja, muss man so sagen, sexy ist. Also wirklich, ich möchte gar nicht so viel vom Film eigentlich spoilern, weil ihr sollt ihn euch anschauen. Ich habe ihn mir 2-3 Mal angeschaut. Ich finde ihn wirklich gut. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht der Fall ist. Natürlich, ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich lasse es mal so stehen. Ja, und ein paar Infos zum Film gibt es auch im Interview. Definitiv, ja. Definitiv. Ja. So, bevor wir jetzt zum Ende des Videos kommen, noch ein kleiner Hinweis. Boris und ich haben es jetzt nach doch einigen Monaten Planung eigentlich endlich geschafft, ein gemeinsames Format auch für Boris seinen Kanal zu kreieren. Das wird, glaube ich, Mitte März starten, oder Boris? Ja, ich denke, dass ich es Mitte März droppen lasse. Ja. Und zwar ist es Original versus Remake. Wir vergleichen, ja, wie der Name schon sagt, Original gegen Remake. Ja, Boris, magst du noch was dazu sagen? Genau, und wir haben es uns nicht gerade einfach gemacht. Wir haben nämlich als erste Episode des Ganzen haben wir uns Tanz der Teufel, Evil Dead von 2013 herangenommen. Und wir werden in jedem Video, was wir da gemeinsam machen, werden wir immer 5 Unterpunkte nehmen und hier vergleichen. Natürlich wird immer der Punkt Story dabei sein, aber zum Beispiel Punkte wie Gore oder sowas, das wird auch mal ausgetauscht werden, je nachdem, wie wichtig es für den Film ist. Ihr erfahrt einige interessante Sachen, weil wir haben uns vorher natürlich die Filme angeschaut und wir haben uns eingelesen. Und vor allem, wir wissen voneinander erst bei Aufnahme, was der eine von dem Film hält und was der andere von dem Film hält. Weil wir werden natürlich Filmrollen vergeben. Und es ist ein tolles Video entstanden, das euch auch, dann hoffentlich auch Spaß macht. Also uns beiden, Flo, ne, uns hat es megamäßig Spaß gemacht. Ja. Wir können euch auch gleich mal spoilern. Episode 2 wird um Halloween gehen. Hier haben wir natürlich einmal John Carpenter, dann Halloween gegen Rob Zombies Halloween. Jetzt ist mir mal kurz der Name entfallen. Und ich würde sagen, Flo, damit soll es gewesen sein für den März. Ja, ich sage wieder danke für das Video, Boris. Danke für dir, die Zeit. Flo. Hat wieder Spaß gemacht. Und immer, ja. Schaut jetzt auf alle Fälle auch auf Boris seinem Kanal vorbei. Das Format, was wir da machen, ist wirklich cool. Finde ich interessant. Vor allem, wir reden ein bisschen mehr miteinander. Ja. Weil jetzt in dem Format ist ja immer so, ich rede, Boris redet, immer so abwechselnd. Ja. Und da reden wir ein bisschen mehr miteinander. Genau. Wir diskutieren, wir streiten, wir lachen. Alles genau. Dabei. Jawohl, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Viert euch. In 2020, Simon Spackman brought us Born Dead. It became the classic horror film of its time. In 2022, Simon Spackman continued his zombie saga with Born Dead 2. Now he and his mate kid, Atari, bring us a new dirty and shocking version of Born Dead 2. Longer, more filthy and dirty than ever before. D restored on VHS with a complete new soundtrack, written and composed by Kid Atari. Born Dead 2 Redux.
ihr solltet mal eure Gesichter sehen.